Hallo und herzlich willkommen bei Alle Gamer. Heute geht es um das Handy hier. Das HTC One M9. Ja, im Hintergrund läuft eine lizenzfreie Musik natürlich von Erling. Erling. Und es geht um das neue Update. Und da ist das Case. Öffne. Kann man abheben, da über den Sensor funktioniert nicht wirklich immer, aber ja, wie man sieht, 21%, also ich muss das laden, anstecken, und da benutze ich das Ding hier. Powerbank 10.000 mAh mit sich ausreichen. Was ich sonst mache, das ich tue dabei rendern. So. Nebenbei bei meinem zweiten Monitor. Ja. Machen wir mal das Update, oder? Stecken wir das Ding mal an die Steckdose. Ja, und das Bild. Hoppala. Habe ich selber gemacht. Schaut echt cool aus, oder? Da die einen Unterschied sieht zum HP und da die, der Samsung Monitor, und jetzt switchen wir zu den HP. Der HP. Da sind die Farben jetzt intensiver, aber da ist alles Einstellungssache. Da kann ich nicht einstellen, und da kann ich was einstellen. Ja. Multimedia Text benutze definiert und Technik Color. Aber Technic Color ist ja für Farben gedacht. Und jetzt Helligkeit können wir natürlich auch. Ja, 100%. Kontrast haben wir hochgetroppt. Ja. Aber der HP trotzdem von den Farben besser, wie man. Da sieht man nicht so irgendwie gleich. Aber von Schwarz wird ja Samsung bekannt. Aber wechseln wir zu dem Handy. Stecken wir ein bisschen an, dann hat noch ein Micro-USB. Sieht man jetzt nicht. Stecken wir da rein und
das ladet. Wie man sieht. Wenn eine Nachricht reinkommt, zum Beispiel. Schreibe ich zum Beispiel mich selbst. An dem Symbol da, das da, kann ich darüber switchen, also zu und dann zeigt mir das Handy. Aufmachen soll. Und ja, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Update. Da sieht man eh. Heute habe ich das Update erhalten. Okay. Hoppla. Besser mit meinem Stativ. Haben wir. Das Update beträgt 1,74 Liga. Wie man sieht, Android 7.0, nicht Marshmallow, sondern Nougat. Schokolade, Nougat. Ja. Was bewirkt das Update? Die Systemoptimierung, weil nicht ob er auch, auch bei euch das Problem war oder ist mit Android 6.0 Marshmallow, auf dem Gerät noch drauf ist, dass die Apps sich ständig beendet haben, dass ich kein LTE mehr gehabt habe. Ja, dass das Handy teilweise manchmal nicht mehr neu gestartet hat, habe ich per Tastenkombination. Runter. Ding. Wie nennt man das? Schnell. Verdammt. Halt umschalten müssen bei Tastenkombination, habe ich das Handy aktivieren müssen und dann neu starten drücken in das Recovery Menü Original Software von HTC. Ja, und ich melde mich dann, wenn das Update vorüber ist. Das geht eh schnell. Die Fehler
begleichen. Ja, wenn auf mein Handy, also auf dem HTC One M9, das Update in Österreich verfügbar ist, ab heute, Android 7, wird auf, glaube ich zumindest, nein, was heißt glauben, wissen eigentlich, ja, glaube ich zumindest, dass auf dem HTC 10 auch schon das neue Update verfügbar sein wird in Österreich und auf den HTC und auf den auf von der A-Serie von HTC A9 wird auch sicherlich heute verfügbar sein. Das wird der, hoppla, das wird der ich. Die Musik von Erlin ist besser. Wie man das sieht, ich tue das gerade hochladen. Titel, Einkaufentscheidung und ja. Mein Kanal natürlich. Warten wir eben. Bitte, den die startet, wird man nie an einen Ton bekannt von HTC. Alle HTC-Handys haben einen coolen Ton, eine Startmelodie. Wird was? Oder nicht? Oha. Android wird aktualisiert. App 24 von 170.
Ach du meine Güte. Ja, warten wir halt ab. Geht eh schnell. Ist in ein paar Minuten fertig. Man sieht 25 Frauen, 3 Zug. Ja, dann wird wahrscheinlich 38 Uhr zu gut. Oder kann ich mich auch irren? Da tue ich mal vorspielen. Teil 3. Ja. Okay, ich will wieder ein bisschen. Zack, dem F, Mann. Bei der Android 7.0, da werden jetzt die Apps komplett geschrieben. Es wird gesagt, also von mir, aus eigener Meinung und eigener Sicht, es werden die ganzen Apps angezeigt. Die ganzen Tech-Nachrichten und so werden angezeigt. Was neu ist. Beim iPhone Apple hat das glaube ich auch eingeführt, bei den iPhone 7, bei den anderen iPhone oder 2 mit iOS 10. Ja, einfach aufwischen. Software Update. Software-Update, herzlichen Glückwunsch, dein Handy wurde aktualisiert. Also erfolgreich auf Version 4.27 2004. Okay. Ja, was neu dazu gekommen ist, das hier. Duo. Klicken wir mal rein. Google Suchfunktion. Ah, da ist so wie FaceTime schon out. Los geht's. Erlaube den Zugriff auf Mikro, Kamera. Ja. Zuladen dort App Mikro Haken. Äh.
Ik ben dit. Ah, dat je wie wat je hebt zo'n auto. Ja, da haben wir Flugmodus, mobile Daten bei mir. Hat sie nicht getan, nur dort. Ah, doch. Der USB-Anschluss. Die Daten gewandert, NFC drüber aufgewandert, mobile Daten auch. Zum Beispiel auf USB-Anschluss. Ah, da kann man auswählen, ob man die Daten austauschen möchte oder nicht. Und da oben, hier kann man, wird automatisch entfohlen, kann man auch ausblenden, wenn man will. Oder auch entfernen. Und da wird oben angezeigt, ob man das einschalten will. Okay, da ist nur noch gleich geblieben. Tun wir mal laut. Oh, da geht neu. Mit zwei Fingern, dann wird das Ganze runtergezogen. Also einmal runter, nochmal. Kann man jetzt, glaube ich, intensiv einstellen, den Energiesparmodus. Ja, kann man 50, 20, 10%. Vorher hat nur 15% gegeben, mehr nicht. Kommen wir zu die Kamera. Was sich geändert hat. Schauen wir mal bei den Einstellungen. Ich hab das Handy ein bisschen laden lassen. An der Steckdose und jetzt läuft das Update durch von 90% Liter. Läuft die relativ schnell, wie man sieht. Jetzt wird das neu gestartet. Jetzt ist das wahrscheinlich das Update fertig. Anscheinend. Okay. Ja, das Update ist fertig. Installiert. Ich muss den nochmal starten. Und dann in der Welcome in Web 7. Nougat! Welcome Nougat! In Web 7. Allgemeine Einstellung, ob da was geändert hat? Point 7. Ja, jetzt tut das die. Dann noch diese aktivieren. Kann man ein bisschen einen Ladebalken immer dazwischen. Weil das Ganze, die Stimmung ist ja neu. Wird das? Hilft irgendwie auf die Sprünge?
nur sterblich hier. Hallo. Nein, hat sich nicht geändert. Oder? Hautverbesserung, Kameraoptionen, Spiegelbild, Speichern, haben wir geklappt. Ja, Auflösung wird sich nicht ändern. Es hat sich nicht geändert. Nicht. Schade. Mich interessieren würde, aber gut ausschaut. Und das hab ich auch gemeint mit dem Autofokus. Wenn der auf Automatik geht, dann springt er einfach irgendwo hin, wo man nicht will, und in dem wie und beim Video drehen ist das nervig! Und beim Fotografieren natürlich auch! Ach, es stellt nicht immer alles so scharf, wie man möchte. Okay, fahren wir ein bisschen hier rauf. Das hab ich auch gemeint mit dem Auto. Beim Video drehen ist das nervig! Und beim Fotografieren natürlich auch! Ach, es stellt nicht immer alles so scharf. Jetzt mit gleich Lautstärke. Gleich. Der Musikplayer hat sich das Design verändert. Tipps, Hilfe. Das war auch immer. Gerade nach dem Musikanpass. Aber jetzt sind nur die Lautsprecher von dem Handy. Sind gut, gell? Ist das volle Lautsprecher? Ja, nein. Jetzt ist das volle Lautsprecher. Ja, geht schon laut. So laut ist das wieder nicht, aber
ausreichen. Und ja. Der Lautsprecher, weil die mit dem Handy verbaut sind. Dolby Atmos sind mit Boom-Sound, also eigene HTC-Lautsprecher sind super. Sind echt klasse. Kann man weiterempfehlen. Mit den Lautsprechern, die Kamera. Auch. Da steht auch. Sind kleiner geworden. Das nicht. Schauen wir mal, wenn man lange halt. Neuigkeiten. Neuigkeiten sind dazugekommen und Change Start Oberfläche bearbeiten ist auch dazugekommen. Jetzt müssen die Fehler behoben sein. Ah, Zähne Update. Also wenn man ein Zähne runterlädt, so wie ich vom HTC Store, dann hoppala, kriegt man gratis Update. Angebot und Werbeaktionen. Ja, können Sie den Text lesen? Kriegt man noch Benachrichtigungen von Angeboten, Wettbewerb von HTC-Partnern? Suchen nach Updates kann man, was die, ja, nicht so sinnvoll ist. Aber springen wir jetzt zu dem Punkt. Oh, da ist noch was dazu gekommen. Da von oben. Flugmodus WLAN, Bluetooth, Mobildaten, hat die Config. Ja, danke für Zuschauen. Da auch. Ich bin wirklich gespannt. AirPlay, da von Apple. Schreibt. Per Journalisieren will ich gerne wissen von Android 7.0, also Android Nougat. Das möchte Android Update. Das ist schon fast ein Jahr heraus. Aber Google hat irgendwelche Probleme anscheinend gehabt. Sonst wäre auf diesen wunderbaren Schönheitsgerät. Früher hätte HTC früher das Update erhalten und verarbeiten können. Ja, kann man leider nicht machen. In dem verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen, Leute. Teilt das Video, wenn ihr Bock habt. Lasst ein Like da. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann drückt es auf Abonnieren. Abonnieren ist kostenlos.
Ja, schreibt mir eure Erfahrungen mit Android 7.0, da ihr jetzt schon mittlerweile fast ein Jahr herauschen auf dem Markt. Schreibt ihr jetzt in die notwendigen Kommentare, wie euch das Android 7.0 gefällt. Und abonnieren und nicht vergessen, wenn ihr es nicht getan habt, lasst ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt das Video. Okay. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Machen wir mal die Dinger. Okay, mit reinfahren und rausschieben funktioniert anscheinend nicht. Ah doch. Da befindet sich nämlich, wie der Name schon sagt. Mit der spannenden Unboxing. Was haben wir da? Eine Tasche. Gut. Was haben wir noch da? Ein USB. USB auf USB. Ein kurzes Kabel und auch noch Enker. Was sind da für Dinger? Kopfhörer und verschiedene Coach. Da drinnen